So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio mit mir, Karo7. Und wir wollten hier gerade Zugstation bauen. Ja. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Platz, ne? So. Ich denke, jetzt so langsam hat sich meine Stimme auch wieder erholt. Da ich ja am Wochenende auf einem Festival gewesen bin und ja, das zeigt sich immer wieder, dass dann meine Stimme irgendwann Schluss macht. Na. So. Oh Mann, die neue Musik ist wirklich gut. So, jetzt haben wir es hier auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir ein bisschen Strom hier oben hin. Kann ja erstmal dahin. Kann ich mich hier jetzt auch mal schön Lämpchen anbringen. Und dann machen wir das hier weiter. Bring da noch Lämpchen an. Und hier bringen wir auch noch Lämpchen an. Geht das zwar nicht überall, aber ist nicht so schlimm. Dafür geht es dann hier wieder. Zack, zack. Und dann haben wir es hier auf jeden Fall auch hell genug. So, von denen habe ich 50 Stück. Das ist ganz angenehm. Jetzt irgendwo, wo habe ich denn da? Ist die der Bahnhof? Da muss der dahin. Der piept auch schön, ist ja interessant. Bitte jetzt mal dahin. Alles klar. Dann weiß ich nämlich, wo hier beladen wird. Alter, die Musik ist voll unheimlich. Aber irgendwie finde ich es gut. So. So, und dann haben wir hier ein Splitterchen und dann kann ich von hier oben aus das Ganze schön reinspeisen. So. Wir haben auch noch hier welche von, sehe ich gerade, von den Substations, das ist ganz gut. Da wir im Moment nicht so viel Holz brauchen, wie wir aktuell hier haben.
Machen wir hier dann mal ein bisschen was mit Eisen, 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 Eisen. Ja, dieses gute System, man kann die ja auch so direkt nebeneinander stellen, aber dann überschneidet sich das Miningfeld ja, und das will ich jetzt nicht unbedingt, sondern ich will, dass das ein bisschen was hält, das Eisenfeldchen hier. Deswegen stelle ich die so auf. So, machen wir hier noch mehr, noch mehr. Wir werden wahrscheinlich hier gleich auch direkt Laser aufstellen müssen, weil hier in der Nähe ganz schön Basen sind. Sehen wir mich schon kommen, dass die uns dann hier totally angreifen werden. So, okay. Und dann stellen wir hier noch welche auf. Er hat nicht so viel zu tun. Da der nicht so viel zu tun hat, stehe ich den hier näher ran. Genauso ist das auch mit dem hier. Der wird hier mit dran gestellt. Genauso kommt da auch noch einer hin. Und den hier kann ich auch näher ranziehen. So. Ich habe nicht genug Transport Belt. Ja, das geht ja gar nicht. Dann soll er jetzt mal zu der Station springen. Dafür sind Züge natürlich jetzt insgesamt schon mal praktisch. Und gut, wir haben jetzt hier am Anfang nur einen einzigen. Aber das kann man ja soweit verschmerzen. So, was fehlt denn für Geschwindigkeitsmodul 3? Wahrscheinlich Alien Artifacts. Großer Wahrscheinlichkeit. Jetzt kriege ich hier Stahl geliefert. Zack. Schon holen die sich dann ab. Das ist sehr praktisch. Und jetzt werde ich hier beliefert. Wie viele Roboter haben wir eigentlich? Das ist auch schön, dass wir das jetzt aufgeteilt haben. Dass man jetzt sieht, wie viele man tatsächlich hat. Insgesamt. Von beiden Arten. Das ist wesentlich relevanter für mich. 543 Bauroboter und 398 Logistikroboter. Okay. Alles klar. Und jetzt werde ich angegriffen. Da oben. Und Sachen fliegen da auch in die Luft. Das finde ich nicht so gut. Bitte, das habe ich euch nicht da erlaubt. So machen wir das hier nicht. Hui, der ist aber schon nicht ohne da. Was ist denn hier von dem Baureichweite eigentlich? Nicht alles, okay. Hab ich noch? Ja, ich habe noch einen Roboterhanger, den man hier hinstellen kann. Was fehlt denen dann jetzt? Ein paar Ölquellendingse. Und ein so ein normaler Strom aus so ein billiger. Ja. Und dann so ein bisschen Underground Pipe. Ja, läuft. Habe ich das auch geklärt. Dann bauen die das damit jetzt wieder fertig und dann funktioniert das auch alles wieder.
Jo, Geschwindigkeitsmodul 1 ist erforscht, sehr schön. Dann können wir ja jetzt auch mal eine der neuen Forschungen hier machen. Hier gibt es ja jetzt Beton- und Netzwerkschaltung, ne? Wie man hier ja uns erkennt. Übrigens, die hier, die hat immer noch das alte Bild, bringt aber die neue Forschung für unser Ziel. Da könnten wir uns irgendwann mal dann auch mit befassen. Kostet ja auch fast nichts. Nur 1000 Alien Artifacts. Knäppchen, ne? Gut, machen wir mal Beton. Beton ist cool. So. Jetzt möchte ich eigentlich hier vorne mal eine der neuen Arten hinbauen, wie ich sie vorhabe. Also meine Laser. So, und der fallen raus. Dafür kommen da Lampen hin. Und dann brauche ich Walls. Das ist dann jetzt der neue Plan, weil den kann ich ja nicht mehr verwenden, weil sich das ja total überlappt. So. Aber damit ist das soweit geklärt. Und dann kann ich nämlich die Dinger da hinten auch hinsetzen. Beziehungsweise zumindest vorplanen. Und dann fährt er jetzt zu der anderen Station. Dummdi-dumm. Ich finde das cool. Züge machen einem alles leichter. So, jetzt brauche ich hier mehr Transport Belts. So, hier kommen drei Lines an, wie ich sehe. Und ich hätte mehr mitnehmen sollen. Ich sollte mir mehr holen und mehr mitnehmen. Und vor allen Dingen sollte ich mir Walls liefern lassen. Die werde ich da oben nämlich auf jeden Fall brauchen. So. Muss man trotzdem noch alles selber hier holen, ey. So eine Sauerei. So viel Fließband, wie ich halt brauche, ne? Jetzt haben die keinen Strom mehr. Oh ne, ich bin außer Reichweite gegangen. Hier sind Laser. Könnte ich mal einfach noch einen Stick von mitnehmen. Schadet ja nicht. Die Transport Belt Factory, die ist da vorne, die standardmäßige, ne? Ja. So. Jetzt habe ich 350 davon dabei, das sollte erstmal reichen. Ich könnte noch ein bisschen Underground Transport Belt mitnehmen. Hier auffüllen. Zack. Hier mal gucken. Da habe ich genug von Splittern. Jo. Gut. Gut, 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 gut. Was brauchen wir sonst noch? Also, was mir im Moment echt massiv fehlt, ist das Eisen. Das merkt man, weil hier kommt fast nichts mehr an. Müssen diese Fabrikation da hinten ins Laufen bringen. Dringendst.
Und ich finde diese Musik geil. Ach, ich finde die toll, die ist gut. Trainstation ist aber auch ganz schön weit raus hier schon, merke ich. Das ist echt weit. So, und fährst du jetzt dahin? Zug. Tu, was du kannst. So, Beton ist erforscht. Dann machen wir mal mobiler Drohnenhangar. Das Ding finde ich voll geil. Die Idee davon ist alleine schon geil. So. Und der hier. Dann kann ich hier dran. So, und dann haben wir den hier. Es sieht jetzt, es ist wie immer, wird es erstmal weird, aber ich habe das halt so geplant, dass hier dann der reinkommt und der hier reinkommt. Und so kann ich das nämlich perfekt machen, dass es zumindest irgendwie gleich am Ende wird. Das ging schnell. Dann machen wir mal auch noch Netzwerkschaltungen. Da gibt man dann diese kompletten Combinator und all so einen Scheiß. Wo ich mich irgendwie noch nicht so auskenne. Ich habe da aber sehr, sehr coole Sachen gesehen schon, die man damit machen kann. So. Und jetzt kommen die Substations. So, wo brauche ich denn keine Alien Science im Moment für? Tarn für alles, ne? Ist ja echt schlimm. Sollen die nochmal. Machen wir erstmal die Trash Slots, genau. Trash Slots sind cool. Ist voll die geile Idee. So, und jetzt nehmen da oben noch Strom. Und dann selbstverständlich den hier unten auch noch. Und dann fangen sie an. So. Aber eine Sache habe ich vergessen, der geht da nicht. Der muss da hin. Da soll ja so einer hin. So. Ich denke, die sind gar nicht schnell genug, so wie das aussieht, ne? Das ist schon ziemlich krass. Trenne das hier nochmal und lass die mal eben das Backlog aufarbeiten. Und jetzt geben wir denen nochmal Saft. Ich denke, mit der Masse kommen die schon klar. Da
Jetzt schon, sind sie jetzt schon mit beschäftigt, das sieht man schon. Jo, Abtransportslots, dann machen wir direkt noch mehr, weil das ist nämlich einfach nur mega praktisch, das hier reinzuschmeißen. Genauso wie auch das Holz. Das Eisenerz, das brauche ich alles nicht. So, wie möchte ich denn hier die Sachen haben? So, ein bisschen Platz hier schaffen. Machen wir hier ein. Ich würde sagen, hier noch ein. So, das kommt hier mit rein. So, und dann haben wir 3 und 3. Genauso auch hier. So. Und machen hier noch schön Lämpchen drumherum. Und dann müsste man das eigentlich auch erstmal mit Strom versorgen. Im Moment ist das noch komplett ungeschützt. So, jetzt schützen die hier das Ding auch. Dann ziehen wir davor einfach eine Wall. Die kann ich im Endeffekt, so richtig sehe, hier weiterziehen. Dann habe ich keine mehr. Aber zumindest sind wir jetzt schon mal so halbwegs vor denen da safe. Mit unserem schönen Zug hier. Der übrigens mittlerweile gut voll ist. Und dann fahren wir jetzt einmal. Boah, da kommt wieder meine Stimme durch. Dann fahren wir jetzt einmal zurück. Und lassen den mal entladen. So. Sie haben auch uns Abtransport. Inventar, genauso das hier. Was da zu haben ist grundsätzlich erstmal nicht schlecht, aber das ist zu viel. Aber hier, zack, wird jetzt Eisen ausgeliefert. Und zwar so richtig. Nicht kleinem, sondern im großen Stil. Wie man hier unten schwer kennt. Deswegen machen wir hier das jetzt mal ein bisschen schneller. Da nicht so die Probleme kriegen. Und dafür brauchen wir auch noch den hier. Zack. Jetzt kann das da auch wesentlich schneller durchfließen. Und dann wird das schneller abgearbeitet. Und die hier, die Fabrikation kann weg. Da kommt der Zug. Ja, das gefällt mir. So. Dann fährst du jetzt mal dahin. Gucken. Nee, jetzt schon recht schnell da was reinzuladen. Die Teile sind auf jeden Fall leer, das ist schon mal gut.
So. Jetzt ist das zumindest hier schon mal ein bisschen weggewallt, sodass die hier nicht so ohne weiteres hinkommen. Und ich werde aber jetzt trotzdem mal gucken, ob wir die ein bisschen ärgern können. Wie ich nämlich sehe, bauen sie sich gerade hier Attacken zusammen. Ja, wunderbar. Nehmen wir die hier jetzt los und dann haben wir nämlich hier unsere Ruhe. Ja, ja, die gehen jetzt gleich alle kaputt und dann ist es gut. Schweben hier alle nach rechts? Okay. Interessant. Warum auch immer die das tun. So. Ja, wunderbar. Da bringe ich hier mal meine eigens zerstörten Gleise. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier schon mal wieder vom Eisenausposten 1. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich hoffe. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und ich sage bis dahin, euer Karo 7.